Beginnen wir dann mit Primadonna. Primadonna ist ein Verbund unterschiedlicher Einrichtungen mit unterschiedlicher Betreuungsintensität. Und das ist bildlich so dargestellt. Also das ist auch unser Schaubild, mit dem wir versuchen, Primadonna besser zu erklären. Und zwar, wir haben drei Häuser, mehrere WGs, in denen Frauen leben können und BIW-Angebot auch. Also von der Betreuungsintensität ist es so, dass wir Intensivangebot in zwei Häusern bereithalten. Intensivangebot heißt Bezugsbetreuung mit 1:3 Schlüssel. Also wir haben in allen Angeboten Bezugsbetreuung und auch Möglichkeit, dass die Frauen von einem Angebot, also Intensivstufe, zu anderen wechseln. Und damit können wir auch Betreuungskontinuität gewährleisten. Also das heißt Intensivbetreuung 1:3 Schlüssel, dann Nachsorge, Haus sowie auch WGs mit Betreuungsschlüssel 1:6 und BW mit unterschiedlichen Betreuungsintensität. Also das ist ganz wichtig, auch wenn wir über das Thema Medikamentenmanagement oder Umgang damit eingehen. Genau. Also, was ist denn Primadonna? Wie viele insgesamt? Also haben wir so im Schnitt 50 Frauen in unserer Einrichtung. Also durch Ein- und Auszüge sind das insgesamt 75 Frauen, die bei uns sich lang oder kurz aufhalten, also Durchschnittsdauer der Aufenthalt im Intensivangebot sind bei uns 1 bis 2 Jahre und bei der Nachsorge 2 bis 3 Jahre. Also Eintrittsalter, das ist ein Angebot für alle, die also ab 21 Jahre und älteste Klientin zurzeit, also ich beziehe mich auf die Daten im Jahr 2021, das ist die Dame, die 60 Jahre alt ist. Durchschnittsalter ist sonst bei uns 38 Jahre. Also wir haben, das ist eine Einrichtung für Frauen bei uns, mit Schutzkonzept für Frauen auch. Und es gibt also prozentual der Anteil von Frauen, die Kinder haben, ist nicht so groß. Also Kinder, das ist nicht eine Einrichtung, wo Kinder mit dabei sind oder leben können. Sie können natürlich ihre Mütter besuchen, aber wir haben, wie gesagt, also der Anteil ist nicht so hoch. Wir haben 15 Frauen, die im Jahre 2020 Kinder, ein oder mehrere Kinder hatten. Genau, also von Hauptkonsummittel, das ist so, dass 50 Prozent alle unsere Klientinnen Alkohol konsumieren, also Alkohol als Hauptkonsum haben. Das heißt nicht, dass sie nicht auch was anderes vielleicht mal konsumiert haben oder konsumieren, aber das ist ein Hauptmittel. 12 polyvalentes Konsummuster, also unterschiedliche Mittel, die eingenommen werden. 10% kommt auf Opioide und sonst also weitere Prozentpunkte werden durch THC, Kokain und andere Substanzen geteilt. Also das ist so, dass wir eine kleine Einrichtung sind, mit der Ausnahme eines Angebots, was wir seit 1,5 Jahr haben für substituierte Frauen. Das heißt, wir arbeiten clean-orientiert, also Frauen und mit einem Schutzkonzept für Frauen. Das heißt, Frauen, die bei uns wohnen,
sobald sie konsumieren, also Konsum im Haus oder konsumiert im Hause sich aufhalten, ist verboten. Da müssen sie das Angebot verlassen. Und es gibt so eine bestimmte Prozedere, wie dann wieder Aufnahme erfolgt. Genau, also wenn wir schon bei Konsummitteln hier sind, sonst also Frauen, die bei Primadonna sind, weisen sehr oft, also circa 60% unserer Frauen haben psychische Komorbidität, Doppeldiagnosen. Meist sind das die Diagnosen wie PTBS, ADHS, Borderline, depressive Verstimmung, drogeninduzierte Psychose und so weiter und so weiter, sowie somatische Komorbidität, also Essstörung ist da sehr stark vertreten, aber auch diverse Krankheiten wie die Magen-Darm-Trakt betreffen, bestimmte Mutterleibskrankheiten, die auch damit in Verbindung kommen, dass einige unserer Klientinnen mit der Prostitution Erfahrung haben und so weiter. Also ich habe das hier nicht aufgeführt, aber finde ich ganz wichtig, auch mal Bildungsstand unserer Klientinnen hier auch zu erwähnen. Also 70% unserer Frauen haben eine Ausbildung als Abschluss und meiste Berufe sind Verkäuferin oder Pflege, wo sie auch mal beschäftigt waren. Also circa 10%, etwas über 10% sind es Frauen, die noch keinen Bildungsabschluss haben oder Abbrüche haben und circa 20% und 10%, die höhere Bildungsabschlüsse haben. Also ich werde dann darauf eingehen, warum das so doch ein wichtiger Punkt ist. Also alle Angaben beziehen sich auf die Frauen, die bei Primadonna leben und auf das Jahr 2020. Genau, also Einstieg, Konsum, wie gestaltet sich das? Also das ist so, dass wir im Zuge der Aufnahme ein Vorstellungsgespräch führen, in dem wir auch diese Daten erheben. Und da sehen wir, dass Einstiegsalter sehr, sehr früh ist, also beim Medikamentenkonsum. Das sind 12- bis 14-Jährige, machen 25% unserer Klientel aus und 15- bis 18-Jährige 50% und über 18 sind es 25%. Also es gibt auch ein paar Ausreißer, die nach unten gehen. Also das heißt, wir haben Klientin, die auch mit 10 oder 11 eingestiegen ist, aber die haben wir dann in dieser Gruppe, also das sind zwei, um ganz genau zu sein, und dann in der Gruppe zusammengefasst. Wie sind die Einstiegsmuster? Also all die Punkte, die Sie genannt haben, alles wird hier genauso also als Einstiegsgrund oder so genannt. Also das ist meist Neugier oder soziale Umfeld. Also wie Sie sehen, Einstieg ist einfach wirklich in sehr einem frühen Alter. Und wir sehen hier, dass sehr viel mit Alkohol, THC und Partydroge experimentiert wird. Und dann habe ich dann extra einfach zweiten Muster, der so etwa 30% ausmacht. Das ist dann Einstieg mit, also Gründe werden genannt, Schmerz, psychische und physische Belastung, Angst,
wo hier dann medikamentöse Verschreibungen erfolgen. Also das sind Medikamente, ich habe es aufgeschrieben, meist sind das Benzodiazepine, Barbiturate, also das sind zwei Gruppen sozusagen, also einmal die leistungssteigend wirken und zweite, die beruhigende Wirkung haben und die werden dann bei Patientinnen verschrieben. Also unsere Erhebung ist nicht so differenziert, muss ich sagen. Sehr viele Patientinnen sagen hier an der Stelle, sie haben Medikamente gegen ihren Schmerzen bekommen. Und wenn wir genauer nachfragen, was sind das für Schmerzen? Also ja, das sind dann sehr viele. Also wenn man sich vertieft in diese Problematik, dann sind das manche Problematiken, die einfach mit Erwachsenwerden zu tun haben, also Kopfschmerzen, Angstzustände und sehr, also was für uns jetzt nicht überraschend ist, aber dass die Gewalterfahrungen bei 80% unserer Klientinnen vorhanden sind. Und also das ist Gewalterfahrung dann in erster Linie auch in der Familie. Gewalterfahrung heißt in diesem Zusammenhang auch gewaltvolle Kommunikationsformen in der Familie, dass Jugendliche dann, also wo Familie nicht mehr weiß, den Umgang mit der Problematik, dass sie auf der Straße oft landen und also so solche dann Lebensverläufe haben. Genau, also beim Medikamentenkonsum immerhin sind das 30%, wo wir mitbekommen, dass so verschriebene, ärztlich angeordnete Medikamente sind, wie gesagt, also das sind Psychopharmaka, meist Schmerzmittel, Schlafmittel. Ich habe es aufgeschrieben, das sind Benzodiazepine, Barbiturate, Buprenorphin, das heißt also Benzodiazepine, opiathaltige Medikamente, Ritalin, Ephedrin und so weiter. Genau. Dann, also vom Konsumverlauf ist das so, ist mir aufgefallen, also da ist der Fall immer in eine Richtung. Nein, es bewegt sich immer in unterschiedliche Richtungen, insofern, dass Konsumeinstieg immer, also mit der Zeit immer so Anstieg und es wird einfach sehr viel variiert, also zum Beispiel mit Benzodiazepine wird dann Alkohol ausprobiert, also verstärkende Wirkung damit erzielt und genau, also wir merken auch beim Erzählen, dass das einfach die Mittel viel mehr mit der Zeit variiert werden. Dann tritt das eine Phase. Also das sind natürlich Klientinnen bei uns, die dann zu einem problematischen Konsum gekommen sind. Also so im Schnitt sind das etwa also 10 Jahre oder über 10 Jahre Konsumerfahrung, mit denen Frauen bei uns eintreten und bis so etwa 4 Jahre problematische Konsumerfahrungen. Also bei Frauen, die bei uns eintreten. Das heißt, es gibt natürlich auch Versuche hier, Konsum zu kontrollieren, zu stabilisieren. Also es gibt Phasen im Leben, die das versucht wird. Nur manchmal gibt es einfach Ersatzkonsum von Medikamenten, die genauso Sucht
behaftet sind. Also wir haben Lyriker zum Beispiel, die sehr oft hier eingenommen werden, oder wie gesagt, Benzodiazepine, die zum Beispiel unterschiedliche Partydrogen dann ersetzen. Und also schließlich gibt es Problematiken, die dann zu Entgiftung und Therapie Frauen veranlassen. Also der Weg ist nicht geradlinig. Ich glaube, es sind sehr viele, die in der Suchtberatung tätig sind in der Gruppe. Also man kennt das. Also es erfolgen Rückfälle, dann wird es wieder neuer Versuch gemacht oder und so weiter. Also Frauen, die dann bei uns sind im Angebot, das haben dann mehrere Anläufe gemacht. Also das ist so, dass im Intensivangebot möglich ist, Frauen aufzunehmen, die schon keine Therapieerfahrung haben, sondern eine Entgiftung ist dann eine Voraussetzung bei aktiv konsumierenden Klientinnen. Aber wir haben auch da viele Frauen, die mehrere Einläufe schon gemacht haben, und in der Nachsorge auch Frauen, die immer wieder zu Rückfälle, wieder neue Anläufe genommen haben und genau dann wieder bei Versuch sind, einfach clean zu bleiben. Problematischer mit Medikamentengebrauch. Also Primadonna gibt seit 35 Jahren und über 20 Jahre, dass so ein nach Qualitätsmanagement genannter Umgang damit, also mit Medikamentengebrauch, nennt sich Medikamentenmanagement. Und zwar ist das dem geschuldet, dass wir nicht nur Sucht, also so unterschiedliche Drogen finden und diesen Suchtgebrauch problematisch finden, sondern auch unterschiedlichste Medikamenten, die in den Apotheken zu kaufen sind oder von Ärzten verschrieben werden, einfach, dass deren Gebrauch von uns beobachtet wird, weil wir merken, dass eine sehr hohe Anfälligkeit Medikamentenmissbrauchs bei unseren Klientinnen vorliegt. Sehr typische Reaktion ist hier äußere Reize, also so wie Schmerz, Angst und so weiter, sofort zu behandeln. Dass wir hier sehr deutlich Krisenanfälligkeit sehr, sehr klar sehen. Also besonders bei Frauen, die mit Kind, also Kinder haben, dass wir im Lebensverlauf einfach, also Kind haben, Kind auf die Beine kriegen, einfach als schwierig und anstrengend erachten. Und wir haben zum Beispiel jetzt eine Mutter, die drei Kinder auf die Beine gestellt hat und gemeint hat, also ohne Kristallgebrauch hätte sie das gar nicht bewältigen können. Also es gibt einfach so die Muster, die wir hier finden. Sehen wir bei Frauen, dass die Thematik wie Gewichtskontrolle und Gewichtsveränderung, also dass Einnahme unterschiedlicher Medikamente einfach zu diese Veränderungen, also meist wird dann Zunahme von Gewicht sehr problematisiert und auch etwas dagegen unternommen, dass man so unterschiedliche Medikamente oder Vitamine und so weiter anlegt und versucht, diese Problematik zu behandeln. Ich werde dann einfach eingehen, wie wir das handhaben, dass wir das alles im Blick bekommen können.
Genau, also was wir auch sehen, das sind die institutionelle Praktiken, die uns begegnen, die problembehaftet sind, schwierig sind. Also wir haben zum Beispiel ein paar Klientinnen, die unterschiedliche psychische Problematiken haben und die Hilfe in Krankenhäusern, also anlässlich dieser Problematik haben, Behandlungen. Und also das sind Pregabalin und Tavor, was wir wirklich hier sehr als problematisch betrachten. Also die Mittel, auf die zum Beispiel eine Frau Verhalten entwickelt hat und trotzdem wird sie mit Tavor weiterhin im Krankenhaus behandelt. Also genau, das sind, wir gehen diese Problematik aktiv dann an, indem wir uns mit Ärzten auch in Verbindung setzen und besprechen, also die natürlich mit Erlaubnis unserer Klientinnen. Aber also da sehen wir einfach, dass da vermehrt sehr viele Probleme auftauchen. Genau, also wir haben auch viele Frauen, die aus der Forensik, also oder Maßregel, Entschuldigung, Vollzug zu uns kommen. Und da haben wir auch immer wieder bei der Aufnahme zu tun, dass wir mit Medikamenten, die sie dort verschrieben bekommen oder verabreicht bekommen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also ganz deutlich betonen meine langjährige Kolleginnen, dass die Vervielfältigung von Medikamentenlandschaft sehr problematisch finden, dass immer wieder eine neue Medikamente gibt es. Also ich habe es vor mir, unsere Medikamentenliste, das sind so verbotene Medikamente sozusagen, die wir dann streng kontrollieren, die Einnahme von deren, die dann einfach schon in den 2 Jahren, wo ich hier bin, einfach immer länger und länger wird. Und genau, also das ist dann der Punkt, dass immer weitere Medikamente auf dem Markt vorhanden sind oder halt legal oder illegal. Also sehr, sehr auffallend, dass sehr wenig Aufklärung über den Inhalt sowie Umgang mit Medikamenten gibt. Ich glaube, das ist so allgemein ein Problem, was man überhaupt auch merkt, aber besonders jetzt die Sucht verursachen können, also dass da auch sehr wenig Zeit dafür genommen wird, was natürlich Missbrauchspotenzial sehr erhöht. Und das ist dann auch unser Thema, mit dem wir aktiv umgehen. Das ist, dass wenig Erfahrung mit Alternativen gibt. Also das heißt, wie kann ich mit Schmerz sonst umgehen? Also wie beobachte ich meine Körperempfindungen? Das sind so 4 Ebenen, auf denen wir arbeiten. Vielleicht auch werde ich jetzt gleich auf Arbeitsweise, also was wir unter Medikamentenmanagement verstehen, übergehen. Also wir arbeiten auf 4 Ebenen, die wir als problematisch erachten. Das ist erstmal kommunikative Ebene, dass die Klientinnen einfach in dem Angebot, in dem sie sind, üben können in der Gruppe sowie auch also mit der Bezugsbetreuerin, wie es etwas kommuniziert wird, also wie benenne ich meine Probleme, mit was verknüpfe ich das und so weiter. Also das wird einfach geübt und den Raum dafür gegeben. Dann genau. Ich sehe jetzt auf der Folie, kehre ich zurück, bevor ich da auf die Punkte eingehe, weil das kommt später. Also
ganz, ganz wichtig ist, dass wir über Medikamentengebrauch unserer Klientinnen wissen. Also wir fragen sie beim Einzug, was das sind. Wir sammeln auch, machen so eine Medikamentenliste zu jeder Klientin. Das heißt, welche Rezepte es gibt und machen auch eine Ausgabe, beziehungsweise Klientinnen kommen zu uns und holen ihre Medikamenten täglich ab. Also wir wissen, welche Mengen es verschrieben sind, was Bedarfsmedikation ist. Wir sind alle Sozialpädagoginnen oder Psychologinnen im Team. Das heißt, also wir haben keine medizinische Ausbildung in dieser Hinsicht. Also da hilft uns natürlich Fortbildungsmöglichkeiten, was Kontrups bietet. Aber wir haben auch keine Möglichkeit, Medikamentenausgabe zu machen, sondern Klientinnen holen ihre Medikamente und das beobachten wir einfach diesen Prozess. Und wir haben, wie gesagt, eine sehr lange Liste, die wo Suchtpotenzial enthaltende Substanzen aufgelistet sind, die dann, also Aufnahme mit Einnahme dieser Substanzen wird es dann problematisch. Also wir gehen dann in aktive Verhandlung sozusagen mit der Klientin, dass eines oder anderes, also dass ein Ersatzmittel vielleicht möglich ist oder die Menge reduziert werden kann mit der Zeit, weil wir einfach mit Suchtproblematik arbeiten. Also wir kooperieren mit Ärzten, das ist unerlässlich. Und da muss ich sagen, also es gibt wirklich sehr gute Erfahrungen. Nur es gibt also Krankenhäuser, wo wir etwas schwieriger haben, also Medikamentenvergabe und Ge Gebrauch einfach so in die Kommunikation zu kommen. Vielleicht schließe ich auch damit ab, dass vier Säulen sind, die ganz, ganz wichtig sind, und das sind unsere Erfahrungen, dass wir an der Kommunikationsfähigkeit von Klientinnen arbeiten, dass wir an Selbstbewusstseinsstärkung von Frauen arbeiten und Wissen, also über eine oder andere Substanz, die sie haben, an dem arbeiten. Und dann ist das alles etwas, was Verhaltensveränderung herbeiführen kann. Und dann auch sehr wichtig, dass diese bei Veränderung auch ausprobieren möglich ist. Genau, also das ist dann der Teil zur Primadonna, und Sie werden dann alle Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich gehe dann über zum zweiten Teil, was Unterkunft für geflüchtete Frauen hier in München betrifft. Also das ist auch ein Projekt, in dem Kontrups zusammen in Kooperation mit zwei weiteren Einrichtungen, Frauenhilfe München und Pro Familia, zusammen ist. Und das ist eine Unterkunft für geflüchtete Frauen, 104 Plätze mit ihren Kindern leben sie in der Unterkunft. Und zwar sind unterschiedliche strukturelle Problematiken, die es nicht erlauben, Medikamentengebrauch sozusagen, also in eine Behandlung richtig zu kommen. Aber es sind auch weitere Probleme, die uns nicht also möglich machen, einfach diese Problematik erstmal zu erkennen und sichtbar zu machen. Und auf die möchte ich ganz kurz hier eingehen, dass oft Bewusstsein für Verständnis von Sucht nicht vorhanden ist. Das merken wir, dass fehlende Wissen über Hilfssysteme vorhanden ist. Also man muss sich so vorstellen, dass Betreuungsschlüssel hier in den Unterkünften 1 zu 100, 1 zu 60 ist, also womit einfach
eine Vertrauensbasis nicht gebildet werden kann mit Frauen, die dort leben. Und auch sehr wichtig, dass konsumprovozierende Hintergründe nicht gemindert werden können, also auf der strukturellen Seite, dass die Kostenübernahmen nicht funktionieren. Also wenn man wenn einen Bedarf hat, zum Beispiel in ein Suchtsystem zu gehen, gibt es keine Kostenübernahmen oder die sehr zeitintensiv sind. Und zum Beispiel BEW, also betreutes Einzelwohnen, dass man in die Unterkünfte reinkommt, ist gar nicht möglich, dass man sozusagen von außen in dieses Problem, ja, sich dem Problem stellt, sondern das ist eher auf Beraterinnen und Berater, die in der Unterkunft sind, eher den hinterlassen, und das ist dann wirklich, also dafür fällt da sehr vieles Zeit, auch Kenntnisse an manchen Stellen mit dem Thema umzugehen. Das heißt also, größtenteils finden die Problematiken keinen Eingang in das System, also obwohl diese Frauen dann im System sozusagen drin sind. Zu den Problemen, wo sie Bedarf haben, finden sie keinen so guten Zugang, also von Konsummustern, falls es Fragen gibt und so weiter. Ich werde es dann bei den Fragen eher beantworten. Somit wäre ich dann fertig. Danke. Super, vielen Dank. Dann darfst du einmal den Bildschirm entteilen. Und ich habe weiter im Chat jetzt nichts mehr gelesen, sodass ich sagen würde, wir gehen gleich weiter zum zweiten Teil, sodass wir noch ein paar Minuten für Diskussionen haben. Und dafür werde ich nochmal meinen Bildschirm freigeben. So, wir haben uns jetzt ja die Frauen bei Primadonna angeschaut. Und jetzt wollen wir nochmal darauf schauen, was ist denn mit den Frauen, die gar nicht erst im Hilfesystem landen? Wir haben schon am Vormittag gehört, die Medikamentenabhängigkeit ist eine stille Sucht und häufig wird es gar nicht erkannt, beziehungsweise der Weg in die Hilfesysteme gar nicht erst gefunden, gar nicht aufgesucht. Was liegt dann eigentlich da dahinter? So, und dazu können wir uns die gesundheitliche Lage von Frauen in Deutschland anschauen. Und zwar gibt es da die Berichterstattung des Bundes aus dem Jahr 2020, die festgestellt hat, dass gerade Frauen besonders von den Folgen der Pandemie betroffen sind auf psychischer und sozialen Weisen. Und das liegt daran, dass sie zum Beispiel eher in systemrelevanten Berufen tätig sind, die ja auch sehr betroffen waren, dass sie mehr von der sogenannten Care-Arbeit zu erledigen haben zu Hause, dass sie sehr, sehr viel häufiger alleinerziehend sind. Und dazu geben die Daten aus dem vergangenen Jahr 88% an. Das ist schon echt eine ganze Menge. Und dass sie auch häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das heißt, die Pandemie, so wie wir sie erlebt haben, die hat die Ungleichheiten noch viel sichtbarer gemacht. Dazu konnte man auch im vergangenen Jahr viele Artikel lesen, viele Stellungnahmen. Das wurde häufig diskutiert. Und nicht zu vernachlässigen ist dabei aber auch, dass es verschiedene Dimensionen von Geschlechtlichkeit gibt. Deswegen haben wir auch unseren Workshop mit Sternchen betitelt, um das nochmal sichtbar zu machen, dass es eben nicht nur dieses biologische Geschlecht, also wie es im englischsprachigen Raum Sex genannt wird, sondern auch das soziokulturelle Geschlecht, also Gender, gibt. Und dass das einen hohen Einfluss darauf hat. Dass diese Dimensionen nämlich auch Einfluss auf die verschiedensten psychischen und körperlichen Erkrankungen haben können. Und wo Frauen aufgrund ihres soziokulturellen Geschlechts profitieren, ist, dass sie sich oftmals gesundheitsbewusster verhalten, dass sie sich zum Beispiel gesünder ernähren,
sind mehr Frauen zum Beispiel vegetarisch lebend, essen mehr Obst und Gemüse, trinken weniger Alkohol und sie rauchen auch seltener. Das sind alles Faktoren, die natürlich günstig für die Gesundheit sind. Aber wo Frauen verlieren, wäre dann zum Beispiel, dass sie weniger Sport im Alltag treiben, was auch damit zu tun hat, dass sie Beruf und Familie noch anders vereinbaren müssen, als es Männer tun. Und dazu kommt, dass viele Frauen neben der Sorge für die Familie, für die eigenen Kinder, Ketivan hat es auch schon erwähnt, dass das ein hoher Faktor ist, auch noch eventuelle Pflegearbeit für die ältere Generation dazu kommt. Und auf der biologischen Ebene ist es auch so, dass Frauen Medikamente einfach anders verstoffwechseln. Das heißt, die Medikamente, die hergestellt werden, die werden typisch für einen typischen Mann hergestellt mit durchschnittlichem Gewicht, mit durchschnittlichen organischen Funktionen. Und dass es dadurch auch andere Nebenwirkungen und mehr Nebenwirkungen haben kann, wenn Frauen die gleichen Medikamente nehmen mit der gleichen Dosis. Es zeigt sich, dass Frauen gleichzeitig aber auch häufiger Medikamente einnehmen, dass sie sie häufiger verschrieben bekommen, wie hier in dem Schaubild zu sehen ist. Und dass sie auch ungefähr ein Drittel mehr Medikamente verschrieben bekommen als Männer. Und dass das häufig auch Schlaf- und Beruhigungsmittel und andere Psychopharmaka sind, die sie ungefähr doppelt so häufig verschrieben bekommen wie Männer. Auch nehmen Frauen häufiger Medikamente in Selbstmedikation ein. Dazu gibt es hier noch das zweite Schaubild. Da wird das nochmal sehr viel deutlicher. Und ja, das Fazit ist der Zahlen, die wir uns dazu anschauen können, dass 2/3 aller Medikamentenabhängigen, wird geschätzt, sind Frauen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was es für Frauen typische Belastungen gibt. Da sprechen wir von der sogenannten Doppelbelastung Familie und Beruf. Und berufliche Belastungen können da zum Beispiel sein, dass Frauen häufiger Arbeiten erledigen, die entweder monoton sind, also zum Beispiel in einem Arbeitsbereich tätig sind, der viel Sitzen erfordert oder ja, einfach Arbeiten, die nicht so viel Abwechslung haben. Oder auch in Arbeiten tätig sind, die sehr emotional anstrengend sind. Wir wissen ja auch, dass gerade in der sozialen Arbeit zum Beispiel auch sehr viel häufiger Frauen arbeiten. Unsere Gruppe hier besteht auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch hauptsächlich aus Frauen. Und das ist natürlich eine emotional sehr anstrengende Arbeit. Dann gehört zu den beruflichen Belastungen, dass sie häufig einseitig körperlich belastet werden. Und dass sie häufig in Berufen tätig sind, die nicht viel Handlungsspielraum, nicht viel Gestaltungsspielraum bieten und dass das einfach auch psychisch belastend sein kann. Auf der familiären Ebene hätten wir dann, dass die Frauen nicht nur für sich sorgen sollen oder müssen, sondern dass es im Alltag häufig so ist, dass sie auch noch die Fürsorge für die PartnerInnen übernehmen, für die Kinder oder eben, wie schon erwähnt, für die anderen Angehörigen, die vielleicht sogar pflegebedürftig sind. Das führt dann dazu, dass sie häufig gar nicht so viel privaten Schonraum für sich selbst haben. Das heißt, wenn Frauen erkranken, dann bleibt dafür gar nicht mehr genug Zeit, weil dadurch, dass sie sich ja schon um alle anderen gekümmert haben oder kümmern müssen, wird da eher die Zeit eingespart. Und die Gender-Aspekte, die ich dabei noch betonen möchte, ist, dass das häufig damit einhergeht, wenn man als Frau sozialisiert wird, dass man sehr viel häufiger seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, beziehungsweise gelernt hat, dass das ja erforderlich wäre oder erwartet wird, dass viele Frauen es nicht gewohnt sind, selbst im Mittelpunkt zu stehen, der Fürsorge, der Aufmerksamkeit, dass auch zu dem typischen Mädchen-Frau-Sein gehört, eher konfrontationsscheu zu sein und Konflikten eher aus dem Weg zu gehen. Und auch, was dazu gehört, ist, dass sich viele Frauen oftmals verantwortlich oder schuldig fühlen für das, was um sie herum passiert, wenn zum Beispiel die Kinder erkranken oder wenn irgendwas ja, nicht so nach Plan läuft. Außerdem
ist es so, dass der weibliche Zyklus stark von Medikamenten reglementiert wird. Das heißt, wir sind es auch schon früh gewohnt, dass mit Eintritt der Menstruation, dass es da zum Beispiel zu Schmerzen kommt. Und das häufig auch schon sehr junge Frauen, das wurde ganz deutlich aus Ketevans Zahlen, auch schon Schmerzmedikamente deshalb einnehmen, dass sie häufiger natürlich hormonelle Mittel einnehmen und dass sie auch im Übergang der Wechseljahre, dass sie auch da häufiger natürlich Hormonersatztherapien nehmen. Das heißt, was das mit sich bringt, ist schon mal eine sehr hohe Nähe zu Medikamenten. Frauen nehmen häufiger Arztbesuche wahr und auch Vorsorgeuntersuchungen, weil sie sich gesundheitsbewusst verhalten wollen. Und sie verbinden häufig auch mit ihren Symptomen auch noch zum Beispiel, was hat dazu geführt, was gibt es in meiner Umwelt. Und dieses komplexere Gesundheitsverständnis von, ich habe da nicht nur körperliche Schmerzen, sondern da gibt es noch ein Außen herum, wird dann von Ärztinnenseite manchmal auch als psychisch abgetan. Dann ist das somatoform oder psychosomatisch. Gleichzeitig gibt es aber auch die Erwartung, dass ein Rezept nicht nur die Symptome, sondern auch vielleicht die Probleme löst. Und die Hälfte der Frauen gibt laut dem Bericht an, dass sie Probleme damit haben, gesundheitsrelevante Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie vertrauen auch sehr darauf, was der Arzt, die Ärztin ihnen sagt. Und Faktoren, die da begünstigend sind, sind Altersfaktoren, aber auch was für eine Bildung hat die Frau genossen und hat sie Migrationserfahrung oder nicht. Prävention bedeutet an der Stelle, wir unterscheiden ja immer zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention, dass es verständliche Informationen zum Thema Gesundheit geben muss. Da habe ich im Rahmen meiner Recherche das Frauengesundheitsportal gefunden. Da werden viele Informationen bereitgestellt, aber man muss halt erstmal nach ihnen suchen, ne? Häufig fällt einem das nicht vor die Füße. Dass es wichtig ist, die Menschen in den jeweiligen Lebenswelten zu erreichen. Also, dass ich gar nicht erst aktiv auf die Suche gehen muss, sondern dass ich erreicht werde in meinem familiären Umfeld, in der Freizeit, vielleicht sogar in der Schule der Kinder, beim Sport etc. Auch ist es natürlich wichtig, Beobachtungen, die wir privat oder beruflich machen, die rückzumelden. Und natürlich hilft es da auch, dass Fachkräfte besser geschult werden und sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und damit auch die Handlungssicherheit gestärkt wird. Denn nur so können wir eine Vorbildfunktion wahrnehmen und Alternativen zum Medikamentenkonsum aufzeigen und auch umsetzen. Und im Rahmen der Verhältnisprävention ist es natürlich so, dass die allgemein gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen verbessert werden sollten, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, gerade in den Berufen, die ich genannt hatte, die sehr häufig Frauen wählen. Dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede, wie zum Beispiel bei der Medikamentenwahl, bei der Dosis, dass sie mehr in den Blick genommen werden sollte. Und dazu gibt es auch schon das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention. Und Ketevan hat es erwähnt, dass natürlich gerade die Frauen, die Flucht- und Migrationserfahrung haben, dass die nochmal einen gesonderten Blick bekommen sollten, dass es da Aufklärung und Ansprechen und entsprechende Materialien geben muss, dass Sucht ein Querschnittsthema der Gesundheit ist und auch der Gesellschaft, dass es Raum einnimmt und dass es dazugehört. Dass es wichtig ist, an das Thema niedrigschwellig heranzugehen, zum Beispiel im Rahmen von Zusammenarbeit mit Peer-Personen, dass auch aufsuchende Arbeit von großer Wichtigkeit ist. Wir wissen, es ist total schwer, Menschen in Einrichtungen zu vermitteln, die vielleicht ja, noch erfordern, lange Wege auf sich zu nehmen, unbekannte Gebiete zu erkunden. Und dass es eine hohe Sensibilität braucht auf Seite von Fachkräften in der Geflüchtetenhilfe. Und da wissen wir aus unserer Arbeit, dass das häufig auch mit einem Ressourcenmangel zu tun hat und dass da einfach wenig Menschen für viele Frauen zuständig sind. Nichtsdestotrotz braucht es Platz
auch im alltäglichen Gespräch, dass die Fachkräfte der Suchthilfe auch entsprechend geschult sind und dass es dazu auch einen Austausch und einen Wissenstransfer und eine regionale Vernetzung geben muss, sollte, weil beide auch total davon profitieren. Wir wissen aus den Erhebungen, dass die Geflüchtetenhilfe sich mehr Suchkompetenz wünscht, dringend, weil sie merkt, sie ist mit dem Thema konfrontiert, und andersherum ist es aber genauso. Und Folgerungen, die sich für die Prävention daraus ergeben, sind, dass nicht der Konsum an sich erstmal das Problem ist, sondern natürlich der Mangel, der dem hervorgeht, an Möglichkeiten, an Ressourcen, die sich vorher eingestellt haben. Und dass der Fokus der Prävention eben nicht nur auf den Konsum sich beziehen sollte, also nicht nur auf das, auch auf das Aufklären, aber nicht nur auf das Aufklären, dass die Substanzen problematisch sind, sondern dass es darum geht, auch neue Perspektiven zu schaffen. Konsumalternativen aufzuzeigen. Was kann ich tun, wenn ich belastet, gestresst, ängstlich bin, etc.? Und dabei helfen, ja, diese neuen Verhaltensmuster auch einzuüben. Genau, ich habe Ihnen nochmal aufgeschrieben, welche Literatur ich dafür benutzt habe. Ganz aktuell vom Robert-Koch-Institut und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Und dann wären wir am Ende unserer Präsentation angekommen, sodass ich jetzt auch die Aufnahme stoppen werde.